beste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Partei Die Linke hat sich mit einer weiblichen Doppelspitze im Bundestagswahljahr neu aufgestellt. Die Chefin der hessischen Landtagsfraktion Wissler und die thüringische Landesvorsitzende Hennig Welso wurden auf dem Online-Parteitag in Berlin mit klarer Mehrheit gewählt. Wissler, die für eine grundsätzliche Veränderung der Gesellschaft warb, erhielt rund 84% der Delegiertenstimmen. Für Hennig Welso, die eine Regierungsbeteiligung im Bund anstrebt, stimmten gut 70%. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Janine Wissler aus Hessen und Susanne Hennig-Welso aus Thüringen sind das neue Duo an der linken Parteispitze. Die Linke ist damit die einzige im Bundestag vertretene Partei mit einer weiblichen Doppelspitze. Auch das ein Signal. Ich hoffe, dass es uns gelingt, viele, viele Frauen zu ermutigen, in die Partei Die Linke einzutreten. Selbst die Politik in die Hände zu nehmen, selbst mit uns zusammen für Frauenrechte, für Feminismus zu streiten, für eine gerechte Welt. Wie diese gerechte Welt aussehen sollte, sagt Wissler in ihrer Bewerbungsrede. Lizenzfreigaben für Impfstoffe von Pharmakonzernen ebenso wie die Enteignung großer Wohnungsbaugesellschaften. Von diesem Parteitag sollte ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Es geht nicht nur um ein größeres Stück vom Kuchen, es geht um die Bäckerei, es geht ums Ganze. Hennig Welso hat mit 70,5% ein eher schwaches Wahlergebnis erzielt. Vermutlich auch, weil sie anders als Wissler offensiv für eine zukünftige Regierungsbeteiligung warb. Ich werbe dafür, dass wir die CDU, CSU aus der Bundesrepublik, aus der Bundesregierung vertreiben. Aus dem einfachen Grund, dass es für alle Menschen in diesem Land mit uns viel zu gewinnen gibt. Ob Schwarz-Grün kommt oder Rot-Rot-Grün, liegt auch an uns. Bei der Wahl der Stellvertreterposten gab es einen deutlichen Hinweis auf die Stimmung in der Partei. Der Bundestagsabgeordnete und Verteidigungspolitiker Höhn, der einer Beteiligung der Bundeswehr an UN-Friedensmissionen offen gegenübersteht, unterlag gegen seinen Abgeordnetenkollegen Pflüger, der Auslandseinsätze der Bundeswehr kategorisch ablehnt. Mit Konflikten innerhalb der Partei will das Duo offenbar anders als bislang umgehen. Lasst uns ehrlich und solidarisch über unsere Schwächen reden. Niederlagen auswerten und daraus lernen. Nur so kommen wir voran als vereinte Partei. Das neue Duo Wissler-Hennig-Welso weckt Hoffnungen. Ich glaube, dass das heute die Chance für einen Aufbruch ist. Zwei junge Frauen, die bewiesen haben in Thüringen und in Hessen, dass sie erfolgreich sein können. Ich denke, dass uns das guten Rückenwind geben wird für die kommende Landtagswahl. Der Online-Wahl heute folgt noch eine Briefwahl. Deren Ergebnis soll am 10. März verkündet werden. Zur Wahl der neuen Vorsitzenden der Linkspartei jetzt live aus dem ARD-Hauptstadtstudio Oliver Köhr. Das neue Duo übernimmt gleich mehrere große Baustellen in der Linken. Regieren oder nicht regieren ist dabei eine, aber gar nicht die drängendste Frage. Denn bei Umfragewerten von zurzeit 6% ist die einzige Machtoption Rot-Rot-Grün weit von einer Mehrheit entfernt. Wichtiger für Hennig Welso und Wissler ist es, erstmal überhaupt zu klären, wohin die Linke genau will. Armut bekämpfen, mehr für soziale Gerechtigkeit tun, das ist klar, aber ungeklärte innerparteiliche Konflikte, wie um Auslandseinsätze der Bundeswehr, die kann keiner wegdiskutieren und sie drohen immer wieder auszubrechen. Aufrufe zur Geschlossenheit reichen da selten aus, das hat die Linke leidvoll erfahren beim jahrelangen Streit zwischen Partei und Fraktionsführung über inhaltliche Details. Die Neuen wollen dieses Kapitel hinter sich lassen und bei der Bundestagswahl zweistellig werden. Viel Zeit bleibt ihnen nicht. Der Parteitag und die Neuwahl hätten eigentlich schon im vorigen Jahr stattfinden sollen. So haben die beiden bisherigen Landespolitikerinnen nur noch 7 Monate bundespolitisches Gewicht zu gewinnen. Zurück zu Julia Nihari-Kazen. Angesichts wieder steigender Infektionszahlen fordert der Städte- und Gemeindebund einen Plan, um Lockerungen von Maßnahmen eventuell wieder zurücknehmen zu können. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte, es sei sinnvoll, eine Notbremse vorzusehen. Finanzminister Scholz erklärte im Deutschlandfunk, eine Öffnung müsse Schritt für Schritt und vorsichtig erfolgen.
Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 9.762 weitere Corona-Fälle, etwa 600 mehr als vor einer Woche. SMS von der Bundesregierung. So eine bekommt von Montag an jeder, der nach Deutschland einreist. Darin ein Link zu den aktuellen Verordnungen. Denn noch immer gilt für die Rückkehr aus fast allen Ländern, negativer Corona-Test und Quarantäne sind Pflicht. Pflicht auch seit diesem Wochenende in einigen deutschen Städten Maske tragen. Draußen, ob Park, ob Promenade. Hier in Düsseldorf gilt zudem ein Verweilverbot. Hinsetzen, sogar das Stehenbleiben, verboten. Fühlt sich komisch an, auf jeden Fall, ja. Wir haben ja schon einen Lockdown. Und wenn man noch mehr verbietet, ich denke mal, irgendwann wird es so weit kommen, dass die Leute auf die Straße gehen. Da hinten ist die Verwaltung anscheinend aufgelöst. Und da tummelt sich dann halt wieder, da sitzen alle Leute rum und... Ja, also ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Einheitliche Regeln. Auch deutschlandweit während der Pandemie seit Monaten unerreichbar. Für viele ein Dauerärgernis. Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch schon heute ein Appell des Vizekanzlers. Es muss ein gemeinsames Vorgehen geben, am besten übereinstimmend, mehr oder weniger, zwischen allen Ländern verständigt in Deutschland. Und eins muss ganz klar sein, wir müssen die Bereitschaft und den Willen aufbringen, wenn irgendwo die Infektionszahlen hochgehen, dass dann auch dort vor Ort schnell gehandelt wird. Seit Tagen steigen die Infektionszahlen. Dennoch läuft die Öffnungsdiskussion. So hofft auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund auf vorsichtige Lockerungen. Und trotzdem. Man sollte ehrlich sein, es kann eine Situation geben. Eine Mutation breitet sich in einem Kreis rapide aus. Dann muss es eine Notbremse geben, dass man wieder schließt. Das werden die Menschen verstehen, wenn man es entsprechend kommuniziert. Gute Nachrichten kommen von der Ständigen Impfkommission. Schon bald könnte der AstraZeneca-Impfstoff auch für über 65-Jährige empfohlen werden. Bisher habe das nur die Datenlage nicht hergegeben. Die großen Vorbehalte unberechtigt, meint der Chef der Kommission. Gesteht aber, dies hätte besser vermittelt werden müssen. Das Ganze ist einfach irgendwie schlecht gelaufen. Derweil in vielen katholischen Kirchen heute europaweit. Gedenken der Opfer der Pandemie. Gedenken an die vielen einzelnen Schicksale hinter den Todeszahlen. Das Repräsentantenhaus in den USA hat mit knapper Mehrheit für ein von Präsident Biden vorgeschlagenes Corona-Konjunkturpaket gestimmt. Das Paket hat einen Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar und sieht unter anderem Einmalzahlungen an US-Bürgerinnen und Bürger vor. Außerdem sollen Milliardenhilfen in die Corona-Impfkampagne, das Gesundheitssystem in Kommunen und Schulen fließen. Bevor das Konjunkturpaket in Kraft treten kann, muss noch die zweite US-Parlamentskammer, der Senat, zustimmen. Erleichterung im Weißen Haus. Die erste Hürde für Bidens Rettungsplan ist genommen. Nun, so mahnt der US-Präsident am Morgen, müsse der Senat schnell folgen. Morning, folks. We have no time to waste. Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Wenn wir jetzt entschieden und mutig handeln, können wir dem Virus die Stirn bieten und unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen. Die Menschen in diesem Land haben zu lange zu viel leiden müssen. Im Kongress wurde bis 2 Uhr morgens debattiert. Die Entscheidung war knapp. Die Republikaner stimmten geschlossen gegen das Hilfspaket, die Demokraten dafür, bis auf zwei Abweichler. Der Appell zu mehr Einheit lief ins Leere. Mehr als 75% der Amerikaner unterstützen das Paket und wollen, dass es beschlossen wird, darunter auch 60% der Republikaner. Es geht um Hilfen für alle Bereiche der Gesellschaft. Schecks über 1400 Dollar für Millionen Bürger, Verlängerung der Arbeitslosenhilfe, Geld für Impfungen, Unterstützung für kleine Geschäfte und Schulen und vieles mehr. Für die Republikaner wollen die Demokraten mit dem zweitgrößten Konjunkturprogramm in der US-Geschichte nach einem Hilfspaket von Trump lediglich ihre politische Agenda durchsetzen. Fast jede der 592 Seiten dieses Gesetzes beinhaltet ein liberales Hirngespinst aus der Zeit vor der Pandemie. Republikanische und demokratische Politiker streiten darüber, was für die US-Amerikaner in der Krise das Beste ist und scheinen darüber den Willen des Volkes zu vergessen, das mehrheitlich für das Hilfspaket ist, trotz der hohen Verschuldung der USA. Bidens Ziel, das Land wieder zu vereinen, scheint schwieriger denn je. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München einen souveränen Heimsieg gefeiert. Mit dem 5:1 gegen den 1. FC Köln festigte der Titelverteidiger seine Tabellenführung.
Nach zwei Spielen ohne Sieg in der Bundesliga trifft der FC Bayern früh zum 1:0 durch Erik-Maxim Choupo-Moting. Ein Kölner Fehlpass im Mittelfeld leitet das 2:0 ein, das wieder Leon Goretzka herrlich vorbereitet. Robert Lewandowski erzielt seinen 27. Saisontreffer. Nach der Halbzeit schnuppert Köln kurz an einer Überraschung, als Giri das schnelle 2:1 gelingt und die Bayern-Abwehr um Manuel Neuer mehrfach wackelt. Der eingewechselte Thomas Müller bereitet mit seiner ersten Ballberührung das 3:1 vor. Torschütze wieder Robert Lewandowski. Müller nach Corona-Pause und Serge Gnabry nach Verletzung sind erstmals wieder dabei. Und Gnabry trifft auch gleich wieder. Zunächst zum 4:1 und kurz vor Schluss zum 5:1 Endstand. Der 1. FC Köln ist mit der dritten Niederlage in Serie wieder mitten im Abstiegskampf. Der FC Schalke 04 taumelt nach der 1:5 Niederlage in Stuttgart weiter dem Abstieg entgegen. Stuttgarts Führung nach 10 Minuten wird zu einem Sinnbild. Endo bestraft das schwache Schalker Abwehrspiel mit dem 1:0. Der Japaner trifft nach einer weiteren Ecke dann zum 2:0 nach 26 Minuten. Nach einer guten halben Stunde erhöht Kalajdzic für Stuttgart zum 3:0. Sosa liefert die Vorarbeit und Kalajdzic erzielt seinen 11. Saisontreffer. Noch vor der Pause kann Schalke dann verkürzen. Kolasinac trifft in der 40. Minute. 3:1, auch der Pausenstand. Schalkes Trainer Christian Kroos erlebt in der zweiten Hälfte zwar ein kurzes Aufbäumen seiner Mannschaft, aber in der Schlussphase erhöht Stuttgart dann sogar auf 4:1 durch Philipp Clement und Daniel Didavi setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit dem 5:1. Schalke kann zum 9. Mal in Folge nicht gewinnen und bleibt abgeschlagen Tabellenletzter. Die weiteren Ergebnisse: Dortmund-Bielefeld 3:0. Wolfsburg-Hertha BSC 2:0. Im Spiel Leipzig-Mönchengladbach steht es kurz vor Ende 2:2. Bereits gestern besiegte Bremen Frankfurt mit 2:1. Morgen spielen Union Berlin gegen Hoffenheim, Mainz gegen Augsburg und Leverkusen empfängt Freiburg. Die Tabelle führt München weiter an, gefolgt von Leipzig, Wolfsburg auf Platz 3 vor Frankfurt und Dortmund. Auf dem Relegationsrang Bielefeld, die Abstiegsplätze belegen Mainz und Schalke. Was für eine Erleichterung. Da ist sie, die erste deutsche Medaille bei der nordischen Ski-WM. Karl Geiger erlöst zuletzt etwas schwächelnde Skispringer und fliegt bei seinem Heimspiel in Oberstdorf zu Silber. Ich muss sagen, ich bin echt sprachlos. Das habe ich nicht kommen sehen. Weltmeister wird überraschend der Pole Piotr Żuła. Bronze geht dann in Slowenen Ante Lanišek. Der große Druck ist bei Karl Geiger und Co. raus. Jetzt scheint alles möglich. Die Lottozahlen 2, 4, 9, 19, 23, 47. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 28. Februar. Das Hoch über der Nordsee beschert der Südhälfte Deutschlands eine klare, frostige Nacht und morgen oft Sonnenschein. Weiter nördlich hält sich zäher Hochnebel, der heute Nacht wieder dichter wird und sich noch etwas ausbreitet. Im Süden funkeln dagegen häufig die Sterne. Morgen im Norden weiterhin grau in grau und es können auch ein paar Tropfen fallen. In der Mitte macht der Hochnebel zunehmend der Sonne Platz, die im Süden ohnehin verbreitet scheint. Im südwestlichen Bergland weht allerdings ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Heute Nacht im Süden frostig kalt, im Norden immerhin leichte Plusgrade. Morgen an der See 5 bis 6, im Süden und Westen dagegen teilweise um 10 Grad oder etwas darüber. Auch am Montag im Norden und Nordosten zäher Hochnebel, sonst verbreitet sonnig. Ähnliches Wetter auch in den folgenden Tagen, aber es wird zunehmend wärmer. Um 23.35 Uhr hat Helge Fuß diese Tagesthemen für Sie. Corona-Spagat bei leicht steigenden Neuinfektionen. Lockerungen hier, Verschärfungen dort. Und Abschied von einem Helden. Briten verneigen sich vor Captain Tom. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.